Noch einer weniger. Oh, noch einer weniger. Immer noch rum. Jetzt müsste sich der noch mal zeigen. Die anderen beiden kriege ich nicht. Obwohl, warte mal. Nee. Aber das Schöne ist, sie kommen von selber. Okay, der scheint irgendwo dahinter zu stehen. Ich sehe ihn nicht richtig. Kacke, daneben. Na, also, geht doch. Ja, der steht hinter diesem Felsen. Aber... einfach weitergehen. Ich stehe hier echt scheiße. Ich weiß nicht, ich daher gekommen bin, aber es ist irgendwie voll ungünstig, weil ich jetzt nach unten falle und Schaden nehme. Super. Das habe ich echt gut gemacht. So, und damit bin ich aus dem Schneider. Gut, das waren alle. Bin sicher, man hätte das auch anders lösen können mit, ach, ganz viel Tarnung und ach, ich setze mich in diese Gebüsche rein und... nein. Lieber auf die harte Tour. So, dann können wir aber erstmal alles einsammeln hier. Was nichts daran ändert, dass mein Inventar trotzdem noch rotzevoll ist. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich hoffe nur, dass ich die blauen Gegenstände alle mitnehmen kann. Okay, das ist Rohstoff. Davon haben wir noch einen ganzen Arsch voll. Reflektierendes altes Amulett. Das könnte was bringen auf dem Markt, würde ich sagen. Schon allein, weil es blau ist. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch Reinholz, das nehmen wir definitiv mit. Wie gesagt, ich brauche davon noch einiges. Schaden, Spule, warte mal, da können wir doch bestimmt was wegschmeißen, aber das sollte man vielleicht etwas weiter weg tun. Modifikationen, Schaden, Feuer können wir mal raushauen, das ist eh sinnfrei. Und eine neue Kiste, auch nicht schlecht. Noch eine Kiste. Ups.
So, dann gucken wir mal darüber. Hier sind überall diese Behälter von diesen Panzerwanderern. Entdeckt. Das war jetzt gut. Es hätte uns irgendwie mal so kurzzeitig etwas beschäftigt. Wegen Munition und so. Ich sage mal, das ist... Oh, da hinten ist was Lilanes. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Was haben wir denn hier drin? Oh. Ups. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Es ist so dunkel hier, es geht mir auf den Sack. Metallscherben. Na gut, okay. Ich wollte aber noch da oben rauf, weil da nämlich noch eine Kiste ist. Kein Platz. Schockfallen und lauter so ein Zeug, das, was das an Platz frisst, das ist der Wahnsinn. So, den hatten wir schon, oder? Ja. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal Richtung diesem Eingang da oben. Tiefer in diese Brutstätte rein. Also ich muss sagen, mir ist das ehrlich gesagt sehr viel lieber, wenn hier Banditen rumgammeln. Weil die Maschinen, weiß nicht, die sind irgendwie total nervig. Fähigkeitspunkte 3 hätten wir noch. Was haben wir hier? Starker Schlag. Starker Schlag plus und stiller Sprint. Ausbeuter. Höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichtenden Maschinen. Ja, doch. Das ist denke ich mal, ziemlich gut. Weil ich jetzt auch schon gemerkt habe, dass mir teilweise ein paar Rohstoffe ausgehen. Da geht's weiter abwärts. Okay, ich glaube, ich muss da runter. Ich habe immer das Gefühl, wenn hier dieser Nebel ist, dass es voll das Gift ist. Voll so Giftschwaden, die da in der Gegend rum wabbern. Oh, ein Pflänzchen. Und jetzt? Ach da.
schätze mal, ich soll hier hoch. Oh, geil, da sind einige dabei. Kultisten-Baba. Mhm. Na toll. Immer noch auf der Suche nach mir. Ich habe keine Muni mehr. Willst du das wirklich tun? Ich würde das lassen. Gut, okay. Ich sehe, eigentlich sollte mich nicht immer direkt mit denen betteln. Das wird zu schwer. Aber zumindest sind jetzt irgendwie alle weg aus diesem Raum. Scheiße, ich hätte natürlich auch auf diese... den Lohlbehälter schießen können. Fuck, gibt's hier viel davon. Bevor ich das aktiviere, ich habe so das Gefühl, dass dann aus irgendeinem Loch irgendeine Fatzen-Mega-Maschine rauskommt und mich plattholzt. Ganz einfach. Und sollte es nicht so sein, bevor ich irgendwie gerade so ein bisschen... Angst habe. Wäre das schon ziemlich langweilig jetzt gerade eben diese Brutstätte. Die sind irgendwie schon aktiviert worden. Wir gucken einfach mal. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Really? Wer? Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich gehe ja schon. Passt auf, sie lässt Maschinen los. Was? Das, davon weiß ich nichts.
Okay, ich habe meine Action. Ich möchte das bitte erwähnt haben. Eigentlich macht mir diese blöde Lohnbehälter da ziemliche Bauchschmerzen. Ich würde sagen, ist alles kaputt. Alter. Ich habe schon zu viel dabei. Das nenne ich mal echt krass. Also. Und ich wollte noch sagen, das ist voll langweilig und so. Ich kann überbrücken und so. Und so. Nee. Da kommen dann nochmal ein ganzer Arsch voll Viecher aus dem Nichts. Ist voll das Trümmerfeld. Schwer. Ja, nee, ist klar. Durchschlagskräftig. Oh ja. Die Kanone ist echt mega. Aber die ist mir jetzt ehrlich gesagt... Nein. Die will ich nicht mitnehmen jetzt. Das ist voll unhandlich, das Teil. Todbringer. Haben wir den schon? Ja. Danke. Kein Platz mehr. Was war das? Handhabung. Handhabung. Davon haben wir doch bestimmt ein paar grüne da, ne? Ja. Nehmen wir doch lieber die eine blaue mit. Das lohnt sich, glaube ich, eher. Ich würde mal interessieren, wo diese ganzen Maschinen hergekommen sind. Ui. Waffenspule. Aha. Pilze sammeln ist immer schön. Das wird zu schwer. So, ich glaube, das war's jetzt hier, oder?
Weil ich mich frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich glaube... Das ist jetzt eine echt gute Frage. Aktivieren oder einsetzen kann man hier nichts. Schaut's bei dem Ding aus? Komisch. Wie soll man denn da reinkommen dann? Lass mal gucken, da hier rüber. Nee, auch nicht. Was sind diese Waffen? Ja. Rohstoffe. Lohe. Das ist eine gute Frage jetzt. Breitkopflinse, ne, das ist auch nicht neu. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ha. Super. Den hatten wir schon geplündert. Ach, da drüben. Ah, jetzt. Jetzt habe ich den Ausweg gesehen. Das Brett habe ich vorhin überhaupt irgendwie völlig ignoriert. Zack. Jetzt können wir auch mal da unten reingehen, ja. Da liegt nämlich noch einer. Okay, da hat auch nur so einen doofen Schlüssel dabei. Super. Also, muss sagen, die Brutstätte ist mit Abstand irgendwie die einfachste gewesen. Weil wenn man sich auf irgendeine Plattform retten kann, kann man eigentlich danach nur noch mit diesen Sprengbomben in der Gegend rumballern und dann ist sowieso alles im Arsch. Versteht ihr das? Und ich wette, wenn ich jetzt da runtergehe, ich höre das Teil schon. Da ist es doch. Ich weiß auch, was ich damit mache, wenn das hier vorbeiläuft.
kommen. Dein Ernst, der bleibt da stehen. Nee, warte mal, wie war das jetzt? Scheiße, das Teil ist unsichtbar. Ach nee. Freundchen, ich kann dich sehen. Scheiße. Ich möchte erwähnen, dass ich diese Viecher echt abgrundtief hasse. Kein Platz mehr. Warte. Ein Pirscherherz? Moment. Ich hab so viele Rohstoffe. Lass mal gucken. Vielleicht können wir... Nein, da fehlen uns Kaninchen. Rohstoffe. Das geht natürlich nicht mehr. Das ist scheiße. Das geht auch nicht mehr. Ja, Rohstoffe können wir nicht mehr erhöhen, also heißt es, wir müssen rein theoretisch was wegschmeißen. Ungern, echt ungern. Da ist jedenfalls eine... Warte mal, da ist eine Tür, die wir öffnen können, oder? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, schau einer an, da kommen wir auf die andere Seite. Warte mal, das war aber schon... Wieso glaube ich, dass ich da nicht runter möchte?